Liebe Fische, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Löwenherz in dem Moor zu eurem Reading für den Mai 2021. Ja, herzlich willkommen, meine Abonnenten und auch alle, die diesen Kanal jetzt neu für sich entdeckt haben. Begrüße euch hier aufs Herzlichste und bedanke mich vorab für eure lieben Kommentare, Likes, Abos. Es freut mich wirklich sehr, dass dieser Kanal so gut angenommen wird und ständig im Wachstum ist. Vielen Dank dafür. Ja, euer Reading, wer es noch nicht kennt, ich lege hier bei Löwenherz Lenormand immer 9 Lenormand-Karten aus. Bei euch wollten jetzt diesmal 10 fallen, die habe ich natürlich auch genommen. In der Mitte des Readings ist immer das Hauptthema und es kristallisieren sich immer die Energien dann heraus, die ich hier einfange. Klären tue ich dann diese einzelnen Situationen nochmal mit den Tarots. So, ich werde die Klangschale einmal anschlagen und dann gehen wir auch gleich in die Deutung. So, ich habe hier für euch in der Mitte des Blattes ist einmal der Turm gefallen. Ich muss schauen, dass der Fuchs auch richtig liegt hier. Der Fuchs und dann einmal der Berg. Ja, es handelt sich hier um eine Trennung, um eine falsche Trennung, die euch doch im Mai, wo ihr in dieser Energie drin steckt, ihr wisst, dass diese Trennung falsch ist und dass es hier zu keinem Kontakt kommt und ja, in dieser Energie seid ihr noch oder ihr wart gerade da oder befindet euch jetzt mittendrin. Und ich habe die Karten in der ersten Reihe, es ging vermutlich um ein Treffen, die Blumen, mit deinem Gegenüber. Ich sehe das jetzt nicht als diese Personenkarte, nicht als dich an, sondern für dein Gegenüber. Es kam hier zu einem Treffen, was doch sehr stressig, sehr hektisch war. Von der Kommunikation her nicht so gut verlief, wie ihr euch das oder wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Vielleicht sind da Worte gefallen, die auch nicht so gemeint waren. Auf jeden Fall ist es hier zu einer Trennung gekommen und die ist definitiv falsch. Ich habe natürlich geklärt, um was geht das hier? Was war das denn für ein Treffen, das so stressig war mit deinem Gegenüber? Und da ist eine ganz interessante Kombination rausgekommen. Und zwar haben wir einmal 5 der Münzen. Das ist für mich die sogenannte Mangelkarte. Hier ist jemand in der Bedürftigkeit. Also einer von euch ist in der Bedürftigkeit oder war in der Bedürftigkeit. Ihr seht hier 2 Personen, die vor einer Kirche hier rumlaufen. Sie könnten reingehen, tun es aber nicht. Sie ziehen es vor, eher zu leiden und in der Kälte rumzuwandern. Dann habe ich einmal die Sonne. Und das Gericht, und das ist sehr interessant, also es ist ja schon sehr ambivalent und ich würde sagen, einer von euch ist im Mangel und einer ist vielleicht auch mehr so ein Blender. Die Sonne steht ja auch für das Blenden und das ist ja ganz klassisch für Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe sind. Der eine ist der Geber, der Nehmer, der andere ist der doch mehr leicht ein Hauch von narzisstischen Zügen und der andere ist mehr, der in dieser Bedürftigkeit ist. Und aber das Schöne daran ist, es ist das Gericht und das ist die Karte des inneren Weckrufs für mich. Ihr seht hier diesen Engel, der in dieses Horn, hier in die Trompete bläst und ja, dieser Weckruf, ne? Also wacht mal auf, es muss hier was passieren. Vielleicht ist es bei dir, vielleicht bei deinem Gegenüber, dass dieser Weckruf ihm erreicht hat und er doch in die Eigenreflexion gegangen ist und erkennt, dass das so nicht geht, dass man eine Beziehung so nicht auf Augenhöhe führen kann und eine Beziehung auf Augenhöhe ist auch nur das, was, ja, was einen erfüllt und glücklich macht. Und diese Spielchen, dass einen das nicht weiterbringt, ne? Also einmal Mangel und einmal dieses, ja, dieses Blenden, also das ist so im Ungleichgewicht und hier
ist entweder bei euch beiden oder bei einem von euch, dieser innere Weckruf hat ihn hier erreicht. Und dann kommt hier, ich habe nämlich für die zweite Reihe auch noch eine sehr schöne Tarotkarte ist da gefallen. Das sind die zwei der Kelche. Das steht eben auf für die Versöhnung. Und ihr seht hier, dieses Paar ist auf Augenhöhe. Die reichen sich die Kelche, die sind auf Augenhöhe. Und das hat dieser Weckruf jetzt hervorgerufen, bei euch beiden vielleicht auch, dass man erkennt, dass das so nur richtig ist, eine Beziehung zu führen. Das ist sehr schön, diese Karte. Kelche, das sind ja, ist ja Element Wasser, Krebs, Fisch oder Skorpion. Aber für mich ist das immer die Energie. Man ist hier zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Trennung einfach falsch ist und dass man an seinen, ja, dass man an sich selbst auch arbeiten muss. Vielleicht hat auch das einer schon getan, dass er aus dieser Mangelenergie, aus dieser Bedürftigkeit herausgekommen ist und dass man so dem anderen jetzt auf Augenhöhe seinen Kelch überreichen kann und den auch genauso gut annehmen kann von dem anderen. Sehr schön. Also diese Trennung ist nicht von Dauer. Ja, in der letzten Reihe wollte fallen der Baum und der Reiter. Also das ist für dieses Fortkommen im Leben. Ihr macht hier einen richtigen Step dadurch und durch diesen Weckruf, durch diese Gerichtskarte, dann sind gefallen die Lilien, ich halte es mal so, und der Brief. Also hier ändert sich auch die Kommunikation. Was vorher mehr stressig, hektisch und vielleicht auch ein bisschen im Streit war, wird hier sehr harmonisch. Ich muss mal die Karten hier wieder ordnen. Die Lilien stehen auch für diese harmonische, die harmonische Kommunikation in der Kombination mit dem Brief. Also hier ist man ein großes Stück weitergekommen. Hier hat jemand an sich oder beide an sich gearbeitet und hat erkannt, wie man jetzt miteinander umzugehen hat, wenn man eine richtige Beziehung führen möchte. Und die Kommunikation ist, wie gesagt, hier auf einem sehr schönen Level. Und was denn daraus folgt, ist, dass man hier tatsächlich auch aufbauen kann. Noch eine Münzkarte. Es sind drei der Münzen. Und das ist die Karte hier. Ja, ihr seht hier drei Personen drauf. Hier redet man miteinander und auch konstruktiv. Man baut hier ein Fundament und man plant richtig. Und das ist nicht so wahllos, sondern was man hier aufbaut hat, Hand und Fuß, also das steht auch wieder für diese Kommunikation, die sich bei euch doch ändern wird, dass es harmonisch ist und tatsächlich auch, dass man hier was aufbauen möchte. Und zum Schluss sind hier gefallen 9er Münzen, noch mehr Münzen. Das ist diese Karte für mich. Ja, man ist hier sehr gewachsen, man geht hier sehr klug vor. Ihr seht hier diesen Falken auf der Hand dieses Menschen. Er geht hier klug vor und diese kleine Schnecke, die ihr seht hier vielleicht da unten, es ist sehr langsam, aber auch sehr beständig. Münzen, das ist ja immer Erdenergie, das steht für dieses dieses Beständige. Und dieser Mensch steht hier über den Dingen und ja, vom Mangelenergie ist hier nichts mehr zu sehen, weil man hier tatsächlich an seiner Umgehensweise miteinander dran gearbeitet hat und dies auch erkannt hat, dass das so nicht geht. Und so kommt man auch in diese Fülle. Also man redet hier auf einem guten Wege, man plant hier und man kommt letztendlich auch auf 9 der Münzen in diese Fülle zurück. Oder zurück, wenn ihr das noch nicht hattet, ihr werdet es auf jeden Fall mit eurem Gegenüber erreichen. Jo, hört sich das schon mal ganz gut an. Ich werde auch für euch natürlich wieder eine Zeitkarte ziehen, dass ich das ein bisschen eingrenze von der Zeit her. Und auch als Inspiration finde ich diese Karten sehr schön. Und ich werde jetzt mal legen auf, wann seid ihr denn hier in dieser konstruktiven Kommunikation bei den drei der Münzen und wann seid ihr denn
bei den neuen Münzen angelangt. Ich werde mal schauen, was da rauskommt. Eine Karte bitte. Für 3 der Münzen, 9 der Münzen. Wann kann man hier wieder richtig aufbauen? Wann stimmt diese Kommunikation wieder? Bitte eine Karte. Ich möchte natürlich, dass die rausfallen. Eine Karte. Dann haben wir hier wieder. Ja, da ist sie. Du beginnst ganz neu, 10 Tage, 10 Wochen. Ich halte sie mal hier hin. Ja, Mitte Mai, denke ich mal, kommt es wieder zu einer harmonischen Kommunikation. Ja, das braucht ja alles seine Zeit, 10 Tage, 10 Wochen, dass man dann in diesem 9er Münzen-Modus in 10 Wochen dann endgültig angelangt ist. Das wäre dann in 2,5 Monaten im Sommer, Juli, August, dass man da so weit an sich gearbeitet hat. Und wieder auch, ja, hier steht ja noch drauf, du beginnst ganz neu, dass man ganz neu miteinander dann umgeht. Ne? Also was vorher so unausgeglichen war, dass man das allmählich in dieser Zeit hinbekommt, dass man auf Augenhöhe ist und so in eine andere Umgehensweise kommt, dass man dann in 10 Wochen im Sommer dann tatsächlich das geschafft hat und das auch genießen kann, was man mit dem anderen hier auf einem guten Fundament aufgebaut hat. Behalte die Karte mal ein bisschen im Blick. 10, der 10. Mai vielleicht. Ihr müsst schauen. 10 Tage, 10 Wochen. Ja. Wäre schön, wenn ihr mir das mal kommentiert, ob das mit der Zahl 10 für euch irgendwie von Bedeutung ist in dem Monat Mai. Genau. Ja, meine lieben Fische, das war euer Reading für den Mai 2021. Wenn ihr damit in Resonanz seid, freue ich mich natürlich wieder über Likes, Kommentare und Abos. Und ihr könnt mich gern anschreiben für private Readings. Dann werde ich ganz speziell für euch die Karten legen. Ja, ich habe auch, wurde noch darauf angesprochen, ich habe jetzt Löwenherzbecher im Repertoire. Wenn einer da Interesse dran hat, kann er mich auch gerne anschreiben. Ja, ansonsten sehen wir uns im Juni zu eurem Reading wieder oder zu dem Wunschpartner-Orakel, was ich Mitte Mai dann noch für euch machen werde. Bis dahin, macht's gut, euer Löwenherz.